Bitte? Oder ein reiner Texteditor ausreicht, um HTML und PHP zu programmieren. Aber es gibt eben komplexe Systeme, IDEs, also Integrated Development Environment, mit dem man sich die Arbeit sehr, sehr, sehr erleichtern kann. Was ist denn schon wieder? Jetzt. Wieso mache ich denn jetzt wieder auf zwei Monitore hier? Ja, machen wir. So. das ist relativ klein, also hier ist mein Editor-Bereich. Ja, dann fahre ich gleich mal die eine Seite zu. Oh, bin ich jetzt doof da? Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr klein da auf dem Beamer. So eine IDE macht Sinn, wenn man da einen großen Monitor für hat. Also das ist eigentlich der großer Vorteil. Eine IDE arbeitet in der Form, dass sie Projekte anlegt und diese Projekte auch einscannt sozusagen und auch passt. Das heißt, die IDE versucht, den PHP-Code, der in diesem Projekt steht, zu verstehen, um einem zu helfen bei der Programmierung und Fehler zu vermeiden. Das heißt also, die IDE versucht zu verstehen, was in den Klassen, was in den ganzen Tausenden von Dateien, die in einem Joomla drinstehen, was da drin passiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier einfach sehe, dass ich hier ein ThisVMXDB habe, das ist nichts anderes als eine lokale Version sozusagen des Joomla Database Objekts. Dann kann ich im Prinzip, also er macht automatische Codevervollständigung, das heißt, ich muss gar nicht zu Ende tippen. Aber das Coole ist eben einfach, wenn ich jetzt weiter tippe, ich kann nicht in die Richtung gucken, dann gibt er mir alle Funktionen, die Joomla-Datenbankklasse hat, gibt er mir aus. Das heißt, gerade wenn ich mich mit einem neuen Framework, mit einem neuen System, mit einem neuen Programm, was ich vielleicht auch gar nicht unbedingt so genau kenne, wenn ich mich damit beschäftigen muss oder es lernen muss, ist das eine unglaubliche Hilfe, wenn man die ganzen Methoden einer Klasse, einer Library sozusagen zur Verfügung hat und die dann eben auch laden kann. Und wenn man dann das hier reinlädt, dann kennt, wenn die zugrunde liegende Klasse eben auch kommentiert ist sozusagen, kennt er eben auch die Parameter und ich kann jetzt jetzt habe ich geschlossen. Ich kann nicht zu der Seite gucken. Auf jeden Fall, also, er kennt die Parameter, es gibt Quick-Tipps und auch die Erläuterungen, die in dem PHP-Doc-Block sozusagen stehen, werden damit ausgegeben und man erleichtert sich so extrem, wirklich extrem, die Arbeit mit so einem umfangreichen Framework wie Joomla. Ansonsten... dieses PHP-Storm ist sehr, sehr projektorientiert, aber ich mache es in der Regel so, dass, also über Virtual Expert haben wir sehr, sehr viele unterschiedliche Kunden, die alle ein komplettes Joomla, ein komplettes Virtual und so weiter und so fort haben. Wäre natürlich Wahnsinn, wenn ich mir da die ganzen Seiten immer runterlade. Da lade ich mir im Prinzip nur deren Theme-Verzeichnis in Virtual runter und das eine oder andere, was ich eben brauche. Und ich habe natürlich bei mir auf der Platte ein komplettes Joomla, ein komplettes Virtual, die ich dann sozusagen in die Projekte als zugehörige Verzeichnisse mit reinlade. Das heißt, er nimmt das dann diese Informationen aus den Verzeichnissen und ich muss die nicht immer wieder komplett laden. Das ist eigentlich so der kleine Workaround,
Man könnte auch verbundene Dateien, verbundene Verzeichnisse auf entfernten Server machen. Nur das ist völliger Wahnsinn, weil er scannt beim Laden des Projektes, scannt er alles durch. Und wenn er das dann bei Joomla Virtual Mart über eine FTP-Leitung oder sowas machen sollte, dann kann man den halben Tag schon mal vergessen. Und ja, also wie gesagt, das sind ganz viele kleine Funktionen, auch solche Geschichten. Hier zeigt er mir im Tab an, dass in dieser Datei ein Fehler ist. Solche Geschichten. Ne? Das heißt, ich sehe in der Übersicht, dass ich PHP-Fehler habe. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann sagt er mir, okay, erwartet hier ein Semikolon. Klar, habe ich eben nicht zu Ende gemacht, solche Geschichten. PHP Storm hat noch ein paar andere nette Vorteile gegenüber anderen Programmen. Und das sind solche Geschichten wie, dass PHP Storm Sprachen in Strings erkennt. Das heißt also, hier in den Anführungszeichen ist jetzt ein Query, da erkennt er automatisch, dass es ein Select-Statement, SQL ist, und überprüft auch das. Das gleiche passiert mit HTML, das gleiche passiert mit JavaScript und so weiter und so fort. Wenn ich JavaScript in ein Echo zum Beispiel reinpacke, erkennt er das und, gut, das ist jetzt eine reine JavaScript-Datei, aber dann erkennt er das und ja, gibt da auch Unterstützung, also Vorschläge und passt eben auf Fehler. Das gleiche funktioniert in JavaScript-Dateien. Hier jQuery wird komplett unterstützt. Das heißt also, ich habe auch da Codevervollständigung und alle Farben und Formen. Wenn ich Klassen suche, gibt es Tools, wo ich einfach, ich weiß, es gibt in Joomla eine Klasse, die heißt, keine Ahnung, JRegister oder sowas, weil aber keine Ahnung, in welcher Datei die ist, kann ich über Shortcuts direkt die Klassen aufrufen und so weiter und so fort. Ich kann, das ist auch eine nette Geschichte, wenn ich jetzt mal auf irgendein, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal drauf gehe, klick einfach da drauf mit der gehaltenen Control-Taste, dann springt er mir zu dem Programm, wo die Funktion Query ursprünglich definiert ist. Die ist jetzt nicht so besonders aussagekräftig, aber ich bin jetzt in der Joomla Libraries Database PHP. Also er weiß, wo die Klasse definiert ist, er weiß, wo die Funktion ursprünglich herkommt. Und wenn mich irgendwas wundert in meinem Programm, warum irgendwas nicht so funktioniert, wie ich dachte, kann ich relativ schnell mit einem Mausklick nachgucken, was eigentlich die Originalklasse macht an der Stelle. So. Ja, da ist das. Genau. Genau. Das ist die nächste, also wirklich glorreiche Funktion von zum Beispiel PHP Storm. Also es ist jetzt wirklich nur das Beispiel PHP Storm. Es gibt NetBeans, es gibt PHP Eclipse und so weiter und so fort. Aber also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe alle ausprobiert, alle kommerziellen, alle freien, und ich bin sowas von begeistert inzwischen von PHP Storm. Für Open Source Entwickler, die irgendwo nachweisen können, dass sie in einem Open Source Projekt sind, ist es kostenlos. Ansonsten kostet es 90 €. Meistens haben sie irgendwie auch eine Aktion mit 20-50% Rabatt. Also ist wirklich nicht so sonderlich teuer und es bietet unglaublich viel. Es ist ein kompletter Debugger dabei, das heißt also tatsächlich, man kann Step-by-Step Debugging machen, das heißt sowohl JavaScript als auch PHP, das heißt, ich setze mir einen Breakpoint für das Programm aus, er hält an der Stelle an, ich kann mir genau, was du eben sagtest, den Wert angucken, ich kann weiterspringen, kann gucken, wo es verzweigt, also was ein Debugger eben kann, ich habe Step-Into, Step-Over, Step-Out, die ganzen Funktionen, die ein Debugger eben kennt und haben muss, und kann mir sogar bedingte Watches anlegen und bedingte Breakpoints. Das heißt, ich kann sagen, dieser Breakpoint soll wirklich nur anhalten, wenn Null Date, was weiß ich, größer 5000 oder sowas ist. Keine Ahnung. Irgendwie nur dann soll dieser Breakpoint wirklich greifen. Macht Sinn bei Schleifen, die 50.000 Mal durchlaufen werden. Wenn man da jedes Mal den Breakpoint irgendwie abfangen soll, ist es ein bisschen doof. Deswegen gibt es eben bedingte Breakpoints, genauso wie bedingte Watches, dass ich mir Werte einfach ausgeben kann und solche Geschichten. Und ja, das ist eigentlich eine einmalige Sache, dass man sich in ein relativ komplexes Gebilde, also eine IDE, kann man, das muss man einfach sagen, ist ein komplexes Gebilde. Man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, aber wenn man einmal eine IDE gefunden hat, die zu einem passt
und die Funktion abdeckt, die man haben will, dann kann das so viel erleichtern. Also es gibt ganz viele Dinge, also gerade bei PHP Storm, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll, so viele Kleinigkeiten. Das hier zum Beispiel ist ein komplettes Joomla Virtual Mart Projekt, wo ich mir aber sage, also alles, was wir programmieren, fängt mit FormX an. So, und ich habe mir jetzt per regulären Ausdrücken gesagt, ich möchte in diesem Projekt nur noch die FormX-Files und Directories sehen. Alles andere interessiert mich im Moment erstmal gar nicht. Wenn ich auf den normalen Projektscope sozusagen gehe, dann sieht man im Prinzip, was da eigentlich alles noch hintersteckt. Da ist also ein komplettes Joomla mit allem Tüdelüt und so weiter drin. Aber damit will ich mich gar nicht befassen, damit will ich mich gar nicht ablenken. Das interessiert mich alles gar nicht. Ich will meinen Filter auf meine Sachen setzen, die ich gerne habe. So, dann kommen doch solche anderen Geschichten dazu, wer Pakete packt für Joomla zum Beispiel, Joomla Extensions, kennt vielleicht Fing zum Beispiel, also das ist so das PHP-Pendant zu AND, also das, die IDE unterstützt zum Beispiel Fing, ich drücke auf den Knopf und habe meine drei Plugins und Komponenten, die jetzt hier alle in diesem Projekt versteckt sind, habe ich gepackt als ZIP und hochgeladen auf dem Server und bin fertig. Sprachdateien sind alle dazu gelinkt und so weiter und so fort. Das kann alles so eine Idee machen. Und gut, hier unten sieht man schon, ich habe hier noch ein Git hinterhängen, also eine Versionskontrolle. Die IDE kann komplett SVN, Git, alle möglichen Versionskontrollen, Systeme mitführen und ich kann mir immer jederzeit angucken, was für Changes ich habe, also welche Änderungen ich habe. Ich kann verschiedene Changelists ansetzen, das heißt, also ich arbeite an einem Projekt, werde unterbrochen, muss irgendeinen Fehler korrigieren, kann den also in eine andere Changelist setzen, dann wird die Fehlerkorrektur beim nächsten Update alleine hochgeladen und die Änderungen, an denen ich jetzt gerade arbeite, werden erstmal ignoriert, bis ich sie dann auch committe zum Beispiel. Bitte? Ja gut, aber die IDE muss es auch können. Ne? Also ich setze hier drinnen die Changelist sozusagen. Ne? So, und hier, gut. Aber, ja. Noch was, was ich zeigen soll, irgendwelche Fragen. Also, wie gesagt, es gibt tausende Funktionen in solchen Dingern. Bitte? Nee, das ist auch wieder ein schönes Ding bei PHP Storm. Linux, Windows, Mac. Also zum einen finde ich persönlich, ist das viel, viel schneller als Eclipse. Also meine größten Probleme mit Eclipse waren immer Geschwindigkeit und Stabilität von vielen Plugins. Gerade die Sachen, wenn ich über SFTP, SVN, gut, SVN ging in den letzten 2 Jahren, war nicht stabil, aber diese ganzen Sachen, wo ich nach außen hin kommuniziere, die waren mir, eigentlich hatte ich immer Probleme. Ich weiß nicht, ob es an mir lag, aber hier hatte ich out of the box wirklich alles funktionierend. Ich hatte vorher eine IDE, die nur unter Windows lief, PHP-Add, die gefiel mir auch sehr gut. Die hat zum Beispiel Vorteile, wenn man direkt auf FTP-Servern arbeitet. Da muss man nur lokal ein Joomla-Projekt aufhaben und öffnet irgendwo einen FTP-Server, ist halt egal, macht irgendeine Datei auf und man hat komplett die Codevervollständigung von seinem lokalen Joomla-Projekt. Aber da hat sich in den vergangenen paar Jahren auch wenig getan und ich fand dieses PHP-Storm immer so gut. Und gut, letztendlich war das, als ich mir den Mac gekauft habe und PHP Storm auf dem Mac, also es kam irgendwie alles zusammen und ich habe mich dann damit befasst und ausprobiert und war eigentlich schwer begeistert. Also, und die sind echt aktiv. Also die haben, vor einem Jahr haben sie die 1.0 rausgebracht, jetzt sind sie bei 2.1.3. Die entwickeln relativ zügig und sind auch in der Wishlist und also in der Feature-Wishlist und so weiter, sind da ziemlich aktiv, beantworten Sachen, wenn man sagt, also das wäre schön, wenn man das hätte und sind auch ziemlich aktiv, solche Sachen zu realisieren. Ja, mit allen Vor- und Nachteilen. Nee, also da kann man kann sich im Prinzip komplett selber organisieren, wie man das gerne möchte. Wenn ich jetzt mal kurz meinen Verzeichnisbaum hier rüberziehe, das ist jetzt zum Beispiel mein PHP Storm Projects. So.
Und das ist eigentlich, da schmeiße ich alles rein, was so gerade am Arbeiten ist und so weiter. Und das ist im Prinzip eine Verzeichnisstruktur, die ich mir selber anlege. In der Regel, hier, das ist jetzt zum Beispiel das Beispiel, das lade ich mir vom Kunden runter. Da sind ein paar Verzeichnisse, die sind auch nicht alle voll. Lade ich mir Verzeichnisse runter und der Rest wird dann eben aus meinem per SVN von Joomla Code geladenen Joomla sozusagen geholt. Da gibt es eben kleinere und größere Verzeichnisse, größere Verzeichnisse, wo ich mehr mache, wo ich einfach mehr brauche, kleinere Verzeichnisse, wo eben nicht so viel ist und so weiter und so fort. Also da, das sind komplett von mir angelegte und wenn ich größere Projekte sozusagen habe, mache ich es in der Regel so, dass ich hier drunter meinen ganzen Fing-Kram habe mit Versionen und die Fing-Skripte und pipapo. Und dann habe ich hier mein Source-Verzeichnis, da geht es im Prinzip erst los mit den Extensions. Und so ist das eigentlich ganz, also für mich muss jeder selber finden, also jeder Entwickler ist ein bisschen anders. Also für mich ist das optimal und kann dann wunderbar schnell mitarbeiten, habe alles in einem Verzeichnisbaum und ja. Noch Fragen? Ja, dann geht der nächste weiter.